Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. In der letzten Folge haben wir Richie seiner gerechten Strafe zukommen lassen. Ihn einfach quasi mal kurz am Riesenrad aufgeknüpft. Dann haben wir mit Cassandra gesprochen und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Teil der Mission. Die heißt Solche Freude und wir sollen mit Donovan reden. Wo ist er denn? Wir Alter, Geld. Grüßen dich. Wir haben so viel Geld, weil du so hart gearbeitet hast. Nimm. Hast es dir verdient. Ja, vielen Dank, das ist doch super nett. Genau, wir sollen das nächste Ziel, wie gesagt, das sollen wir mit Donovan reden. Das heißt, wir müssen ein Stück laufen und fahren. Oder fahren, wir wollen wahrscheinlich fahren. Ist das der? Ist das toll? Es läuft bisher auf jeden Fall sehr gut. Wir haben schon zwei große Interessenblasements übernommen in den letzten beiden Missionen. Letzten drei Folgen, so rum ist es richtig. Wir haben den Puff übernommen, wir haben das Heroin-Ding übernommen, komplett, die Kirche übernommen da quasi. Wir haben in der letzten Folge den Witchy kurz erledigt. Ja, kann man mitarbeiten. So, jetzt holen wir uns das Auto eben schnell hier. Schafft das jetzt kein... Scheiße. Es tut mir leid, aber ich kann tatsächlich keine Zeugen gebrauchen. Und vor allen Dingen habe ich keinen Bock auf Cops. So, dann werden wir jetzt mal kurz, ich weiß, dass da wieder ein Teil liegt, wenn wir uns aber müssen jetzt Step by Step irgendwie mal ein paar Kästen finden, dass wir die ein bisschen einbauen können. So, die liegen eh hier überall rum, deswegen. Die Frage ist, ob es mehr Teile gibt als Käste oder nicht. So, wir sollen zu CIA, das ist hier, das heißt hier auf dem Parkplatz. Und lassen wir die jetzt gerade mal kommen, also vorbeigehen. Genau, ich parke hier einfach mal ein. Und hier unten liegt irgendwo Geld, oder oben liegt Geld, wie auch immer. Wahrscheinlich oben. Wie gesagt, wir lassen auch zunächst alle... alle Passanten so in Ruhe. So, genau, wir sind Freunde, öffnen die Karte, um ein Ziel auszuwählen. Das wollen wir doch auch mal machen. Moment, was haben wir hier? Alles klar. Gut, dann machen wir das. Was ist das hier noch?
Okay. Wir haben zwei neue Story-Aufträge. Wir sollen aber erstmal zu Vito gehen. Das ist der nächste Plan. Warte mal, ich hole mir gerade Munition. Hier muss ja immer noch Munitionsschrank sein. Wird mir da gerade auf der Karte angezeigt, ob ich das gerade. Haben die Leute hier unten noch nie was von einer Erfindung namens Klimaanlage gehört? Himmel nochmal. Ja, scheiße, wa? Ach so, das ist was anderes. Das ist das CIA-Logo. Ich dachte mir, wäre ein Munitionslogo gewesen, aber das war es nicht. Okay, dann müssen wir tatsächlich erstmal den Weg hier rausfinden. Ja. Gut, dann gehen wir da raus. Ich würde sagen, spontan den nehmen. So, Karre da unten steht auch wieder richtig. So. Dann fahren wir mal. Gehe zu Vito. Sind wir jetzt Partner? So ist die nächste Mission. Ja, ich würde sagen, es läuft gerade so ein bisschen. Warte mal. Ich gehe mal kurz in den Laden hier. Ich hole mir kurz eben das Erste-Hilfe-Ding. Das Erste-Hilfe-Set. Na, der müsste eigentlich tatsächlich hier drinnen sein. Employees only. Okay, das ist also Mitarbeiter. Die Frage ist, wo ist denn das Ding? Ja, müsste da drin sein oder so. Du bist ein paar Minuten, paar Meter Fahrweg. Ich brauche nur eben kurz euren Erste-Hilfe-Kasten. Was denkst du dir eigentlich? Nix. Ich bin wieder raus. So. Doch. War also richtig. Nehmen wir die Karre einfach mit. So, dann fahren wir mal. Also, ich bin mit dir nicht, wie sagen, ehrlich bin. Dieses Spiel macht mir tatsächlich durchaus Laune. Es ist ein bisschen wie GTA, halt um einige Jahre früher, klar. Weil, und es hat einfach viel zu viel momentan viel zu bieten, Open World und alles. Und sehr interessante Aufträge auf jeden Fall. Step by Step immer Gebiete erkunden, beziehungsweise erobern, Bosse killen und mit da, seine Mitarbeiter da immer kurz rauszuholen. Ja, also es hat viel ein bisschen mit Taktik zu tun auch und dementsprechend macht es mir durchaus Laune, weil ich genau solche Spiele halt auch gerne liebe. Also nicht nur dieses unnötige Hau drauf die ganze Zeit. Warte mal, da ist wieder, davor ist wieder so ein Abhörkasten. Den nehmen wir auch mit, auf jeden Fall. Moment, wo ist denn der? Der muss hier irgendwo auf der Seite sein. Doch, da ist er. Okay. Ich sag ja, wenn wir schon mal genug so viel Zeugs haben, elektronische Bauteile, dann nehmen wir auch die Kästen mal eben kurz mit. So, einmal offen. Zack. Die Jungs, die da links stehen, haben es nicht so stört. Perfekt. Ich sage, ich suche die Dinger nicht explizit, sondern ich, ich werde sie auch ab und an mal einfach so spontan finden. Oh, da ist der Nächste. Gut, das ist gut. Wow, das Auto war eigentlich nicht der Plan an der Sache. Warte mal, ich mache das jetzt gleich. Ich will nur kurz eben... Okay, ich muss jetzt... Einstecken. Ich wünschte, Greco ließ uns den armen Sack umbringen und wir hätten es hinter uns. Nee. Greco will zeigen, wie hart er ist und den alten Vito so lang... Hä? Sieh mal an, was ich gefunden habe. Sieh mal, was ich vorhin gefunden habe. Nehmen wir zweimal mit. Scheiße. Ich habe einen Alligator, der liebt schwarzes Fleisch. Jetzt habe ich dich, Großmaul. Scheiß diesen Irren mit Kugeln voll. Tot. Wir haben einen Mann verloren. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Tot. Wir haben einen Mann verloren. Ja, die einzige Schießbude hier. Hallo. Scheiße. Fick dich. Scheiße. Die Kohle müssen wir mitnehmen, Munition müssen wir mitnehmen.
Und hier muss doch irgendwo noch mal ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Ach, wir haben genug. Wir haben 3 Stück. Okay. Und dann war aber eigentlich anders gedacht. Warte mal, wo kann ich denn jetzt hier weiter? Keine Sorge. Ich mache ihn ausfindig. Weiß jemand, wo er hin ist? Ja, ich. Wo bist du? Ich glaube, das Arschloch ist hier noch irgendwo. Vielleicht ist er... Ich hab ihn. Ich hab den, glaube ich, nicht mehr ganz erwischt. Nein! Der war schneller als ich. Da war nämlich noch zwei... Ne, das hat der gemacht. Scheiße! Da waren noch 2, 3 Stück gewesen. Ich glaube, das hätte sogar sein können, dass das Video ist dabei. Da kriegen wir den nächsten Boss schon. Das ist doch gut. Könnte man tatsächlich den nächsten Boss schon in der Folge hier kriegen. Also dann haben wir ja... Ich habe ja... Das ist ja die 4. Folge, die auch echt wirklich gute Aufträge erledigt. Also viele große... 2 Tipps aus dem Moor. Dann haben wir den Ding Witchy rausgeholt. Ja, aber erstmal müssen wir das auf jeden Fall auf die Reihe bekommen. Irgendwas gehört, wie es da drin so läuft? Na? So, Step by Step die beiden geholt. Oh. Ach, der da hinten ist das. Oh, der ist auch noch einer. Der ist tot, der eine. Der ist tot. Sich die Chance gerade um. Sollen wir den einen noch mitzunehmen? Gut, der ist tot. Und dann nehme ich tatsächlich doch das erste Hilfe-Ding jetzt mit. Beziehungsweise meinen Anspruch. Weil wofür, je nachdem wofür das Ding gut ist. Und ich weiß, dass der Erste-Hilfe-Kasten, den wollte ich nämlich tatsächlich eigentlich, das war eigentlich erst der Plan. Ah, scheiße, wir haben keine Munition mehr. Ja, Plan ist es, ne? Von deinem Kaliber anzulegen. Weißt du dich oder was? Das werde ich dir heimzahlen. So, warte mal, dann machen wir das. Warte mal. Sieh nach, ob er sich da hinten versteckt. So leicht gebe ich nicht auf. Habt ihr Jungs das auch gesehen? Hier! Er ist hier! Doch mal nicht bewegen! Eingekesselt! Ich brauche Hilfe! Mich wolltest, hattest du davon. So, die zwei sind tot. So, dann will ich. Ich wollte eigentlich nur das Ding die ganze Zeit aufbrechen. Brauchte da meine Ruhe gerade. Scheiße. Ja, das ist nicht einfach gerade, ne? Das Ding ist nicht. Ich hör mal nicht. Ah, verdammt! Jetzt haben wir einen offen.
So, dann machen wir das Teil immer noch rein. Zack. Drücke die Scheiße aus mir raus. Wenn Greco in der Nähe ist, fühlt sich niemand richtig sicher. Also bleiben wir einfach. Damals muss irgendwo ein Bild sein. Da unten ist das. Scheiße. Jetzt ist offen. Na, Digga. Nicht ganz. Sind wir als Partner abgeschlossen. Da muss immer noch ein Bild sein. Moment, das müssen wir gerade gucken. Moment. Die Konziliera. Du kannst die Konziliera anrufen, damit sie dein Geld abholt und aufbewahrt. Du verlierst es, wenn du getötet wirst. Sobald du die Konziliera verbessert hast, sammeln sie auch deine Quicke an, wenn du sie anrufst. Sehr gut. Sorry, auf Teufel geschaltet. Schmuggelware. Das Bild habe ich eben die ganze Zeit nicht gesehen. Was ist denn das? Ist hier, ne, hier unten ist es nicht. Was ist denn das? Okay, hier war der. Eieiei, was die mit dem gemacht haben. Ich will das gar nicht wissen. Ein bisschen aufgeräumt. So. Das Bild ist oben. Haben aber die nächste Bude geholt. Warte mal, das muss da oben sein und es ist. Hallo Lincoln, ich versuche immer noch die Bude hier wieder in Ordnung zu bringen.
254. Was haben wir hier? Klamotten. Okay. So, das hätte ich auf der Karte auch sehen sollen. Gut. Was haben wir denn als nächstes für eine Story? Okay, das ist ja das, was ich hatte. Gut, dann hätten wir die Aufträge oder der Arbeiter. Okay. Gut, dann machen wir das Training mit Jock, mit Jock oder Jock, wie auch immer, Blanchard. Ui, hier liegen noch die ganzen Leichen rum. Na gut, das war klar, irgendwie. Bisschen Kohle nebenbei, $37 haben oder nicht haben, ist auch okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann ja, ist die nächste Aufgabe halt, wie gesagt, mit diesem Jock Blanchard zu reden. Mal gucken, aber was dann, ja, wenn wir wahrscheinlich schon auf die Reihe bekommen und mal gucken, was dann uns so erwartet, ne, wie die Story weitergeht. Bis dann und auf Wiedersehen bei Mafia 3.